Löse die folgende trigonometrische Gleichung in der Menge R. Diese da. Wir werden zuerst den Cosinus von 3x mit Cosinus von x ausdrücken und auch den Cosinus von 2x mit Cosinus von x ausdrücken. Der Cosinus von 3x ist gleich zum Cosinus von 2x plus x. Die Additionsformel ergibt Cosinus von 2x mal Cosinus von x minus Sinus von 2x mal Sinus von x. Für Cosinus von 2x sowie für Sinus von 2x wenden wir hier die Verdopplungsformeln an. Cosinus von 2x, das ist Cos² von x minus Sin² von x. Und der Sinus von 2x, das ist 2 Sin x Cos x. Jetzt verteilen wir dieses Cos x auf die Klammer und erhalten so diese Rechnung. Cosinus hoch 3 von x minus diese Zahl minus 2 mal diese selbe Zahl. Das ergibt also minus 3 mal diese Zahl. Jetzt verwandeln wir noch Sinus Quadrat von x in 1 minus Cosinus Quadrat von x durch die Grundformel der Trigonometrie. Dieser Faktor 3 Cos x wird noch auf diese Klammer verteilt, somit erhalten wir diese Summe. Und Cos hoch 3 von x plus 3 Cos hoch 3 von x, das macht 4 Cos hoch 3 von x. Somit haben wir also Cosinus von 3x nur noch mit Cosinus von x ausgedrückt. Für Cosinus von 2x geht das etwas schneller, denn durch die Verdopplungsformel von Cosinus wissen wir, Cos von 2x, das ist Cos² von x minus Sin² von x. Und durch die Grundformel der Trigonometrie wissen wir, dass Sinus im Quadrat von x dasselbe ist wie 1 minus Cosinus im Quadrat von x. Und somit erhalten wir für Cosinus 2x 2 mal Cos Quadrat von x minus 1. Diese Rechnung hätte man schneller machen können durch die Formel von Carnot. Unsere Gleichung wird auf jeden Fall zu dieser da. Wir verteilen diese 2 auf diese Klammern und diese minus 14 auf diese Klammern und so erhalten wir diese Gleichung. Minus 6 cos x plus 34 cos x, das macht plus 28 cos x und 14 minus 22 macht minus 8. Diese Gleichung kann noch durch 4 geteilt werden. Jetzt haben wir eine Gleichung dritten Grades in Cosinus x. Also stellen wir y gleich Cos x und diese Gleichung dritten Grades schreibt sich dann so. Betrachten wir diese Gleichung. Durch diese Koeffizienten ist es leicht zu erkennen, dass 1 eine Lösung dieser Gleichung ist, was also bedeutet, dass wir dieses Polynom dritten Grades teilen können durch y minus 1. Also, dieses Polynom dritten Grades ist dasselbe wie y minus 1 mal ein Polynom zweiten Grades in y. Und um dieses Polynom zweiten Grades in y zu finden, kann man zum Beispiel das Horner-Gitter einsetzen. Hier schreiben wir die Koeffizienten der Potenzen von y in der fallenden Reihenfolge der Exponenten. Das heißt hier 3, 2, 1, 0. Also die Koeffizienten sind 2 minus 7, 7 minus 2. 2 minus 7, 7 minus 2. Hier schreiben wir den besonderen Wert dieser Gleichung, den wir erkannt haben, das heißt die 1. Diese 2 rutscht runter bis dahin. So, 1 mal 2 macht 2 und dieses Produkt schreiben wir dahin. Vertikal wird addiert. Minus 7 plus 2, das macht minus 5. 1 mal minus 5 macht minus 5. 7 minus 5 macht 2. 1 mal 2 ist 2
Und minus 2 plus 2, das macht 0. Hier müssen wir 0 finden, denn die Zahl, die da steht, das ist der Rest der Division von diesem Polynom durch y minus 1. Durch diese Tabelle wissen wir also, dass diese Gleichung so geschrieben werden kann. Es ist y minus die 1 mal 2 mal y Quadrat minus 5 mal y plus 2. Um die zwei Wurzeln von diesem Trinom zweiten Grades zu finden, können wir zum Beispiel mit der diskriminanten Delta arbeiten. Delta, das ist b Quadrat minus 4ac, also minus 5 im Quadrat, das heißt 25, minus 4 mal diese 2 mal diese 2, also minus 16. Delta ergibt somit 9 und für y finden wir also minus b plus minus die Quadratwurzel von Delta geteilt durch 2 mal a. Somit finden wir diese zwei Werte für y, 2 und ein halbes. Was also bedeutet, dass dieses Trinom dritten Grades geschrieben werden kann in dieser Form y minus 1 mal y minus diese 2 mal y minus ein halbes. Bisher haben wir diese trigonometrische Gleichung umgewandelt in diese, dann haben wir y gleich cos x gestellt und wir haben herausgefunden, dass dieses y diese Gleichung erfüllen muss. Also gibt es drei Fälle. Entweder y ist 1 oder y ist 2 oder y ist ein halbes. Wenn y 1 ist, dann heißt das, dass der Cosinus von x 1 ist. Und diese 1 können wir umschreiben in Cosinus von 0. So haben wir die Grundgleichung cos gleich cos, aus der wir sofort schließen können, dass x gleich ist zu 2 mal k mal pi mit k ganzer Zahl. Wenn y 2 ist, dann heißt das, dass der Cosinus von x 2 sein muss, aber jeder Cosinus befindet sich zwischen minus 1 und 1. Das heißt, diese Gleichung ist unmöglich, also zu verwerfen. Dritter Fall, wenn y ein halbes ist, dann bedeutet das, dass Cosinus von x ein halbes ist. Ein halbes kann man umschreiben in Cosinus von pi Drittel und somit haben wir die Grundgleichung cos gleich cos, aus der wir sofort schließen, dass x gleich ist zu plus minus diesen Winkel pi Drittel plus 2k pi mit k ganzer Zahl. Wir fügen diese Lösungen und diese Lösungen in eine Menge zusammen und somit haben wir die Lösungsmenge dieser trigonometrischen Gleichung gefunden.